Und weiter geht's. Ich muss nur eben den Sound von dem Spiel wieder anstellen. Kurz einmal voll aufdrehen und so. Weiter geht's mit Feuer um Mitternacht von Mystery Lady. Wir waren gerade in diesem Haus und gucken jetzt mal. Kommen wir nicht lang. Na gut, dann gehen wir mal in dieses Haus. Meine Tochter wird in letzter Zeit immer schlampiger mit dem Haushalt. So kann ich doch niemanden uns einladen. Hä? Wieso sollte ihre Tochter schlampig sein? Also, sie ist auch nicht besser. Hallo, Argus. Möchtest du etwas von mir? Nun ja, also eigentlich nicht. Gut, sag mir, wenn du wieder etwas Obst von mir brauchst. Obst, ich verstehe. Dieser Eisenhelm sieht aber nicht sehr wertvoll aus. Toll. Einfach mal stehlen. Nein, wozu? Toll, dass er die Bücher fremder Leute gelesen hat. Laggy. So. Mausgequietsche hier. Leiser. So, tut mir leid, falls ihr es jetzt nicht mehr hören könnt, aber dieses Gequietsche ging mir gerade tierisch auf die Nüsse. So, gehen wir mal hier raus. Wow, ein Typ, der verdächtig aussieht. Oh, Argus, hallo. Bitte störe mich jetzt nicht. Ich bin gerade, mit dem Beobachten von Blumen beschäftigt. Er beobachtet eine Frau beim Wäscheaufhängen. Und diese Frau trägt Rombo-Unterhosen. Genial. Er scheint ja ein richtiger Charmeur zu sein. Naja, weiter geht's. Ich wollte da nicht rein, du Bastard. Toll. Du bist ja ganz schön groß geworden, Mau. Toll, Mau, die Mau. Du musst mir unbedingt von deiner Reise erzählen. Klar werde ich. Was gibt's zu essen? Ich hab richtig Kohldampf. Ich hab, dir dein Lieblingsgericht gekocht. Lachsfilet mit Kartoffeln. Lachsfilet mit Kartoffeln. Wow, vielen Dank. Riecht auch schon verdammt gut. Kannst dich ruhig hinsetzen, dauert nicht mehr lange. In Ordnung. Wir setzen uns also hin. Cool. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Sitzen wir rum und machen gar nichts. Geil! Yeah! Er schmatzt. Oh. Leider bekomme ich jetzt auch Hunger. Ich habe nämlich noch kein Armbrot gegessen. Egal! Ja. Ah, ich kann mich wieder bewegen. Na, hat es dir geschmeckt? Natürlich, Vater. Wie immer. Ich werde mich jetzt erstmal aufs Ohr legen. Bis morgen. Schlaf gut. Das werde ich ganz bestimmt. Wollten wir dem alten Sack nicht noch seinen Geldbeutel wiedergeben? Mann, habe ich heute gut geschlafen. Auf zu den, zu neuen Taten. Cool. Kann ich endlich meine Reise aufzeichnen? Ja! Reise aufgezeichnet. So. Wo gehen wir jetzt lang? Gehen wir hier raus. Komm, mach die Tür auf. Genial. Du solltest den alten Mann verabschieden. Er möchte weiterziehen. Wo ist denn der alte Mann? Narbus? Zurück von deinen Abenteuern? Ja, wie sehe ich auch. So ist es. Ich kann mir vorstellen, wie froh
Schauspieler zu sein aus schlimmsten Albträumen. War wer? Was meinen Sie? Hast du es gehört, dass da der Hexenmeister in letzter Zeit immer öfter herumgeistert? Du solltest wirklich gut auf dich da draußen acht geben. Und wenn du ihn trotzdem zu Gesicht bekommst, gebe ich dir einen guten Rat. Lauf! Okay, Papa. Toll. Ich gehe auch immer in fremde Läden und gehe dann ins Obergeschoss. Sollte ich mal ausprobieren, vielleicht klappt's ja. Wo ist dieser alte Narr? Ist der im Pub? Nö. Bist du schon auf? Willst du noch vielleicht einen Kaffee? Nein, danke. Ich mag die braune Brühe nicht, das weißt du ja. Er mag zwar bitter schmecken, aber genauso gut macht er auch munter. Danke, aber ich schaff's doch so. Wo sind die Arbeit hier geblieben? Sind Dampftänzer und Gästen nach plötzlich spurlos verschwunden? Aber das hier ja nichts mehr Ungewöhnliches. Und was hast du heute vor? Weißt du, wo ich den alten Mann von gestern finde? Der alte Knecht, Knacker? Keine Ahnung. Gestern kurz hier, um die Kesselbrünette zu bewundern. Und ist heute früh weggegangen. Was willst du denn von ihm? Hast du heute nichts Besseres geplant? Ich wollte mich nur von ihm verabschieden und mich nochmals bedanken. Dann versuche es auch mal im Geschäft. Okay, danke, Onkel. Toll. Was ein netter Onkel, nicht? Ich würde mir am liebsten eine klatschen. Ich weiß nicht, was die Biser mit ihm machen, aber ich sollte ihm nicht zu nahe kommen. Ja, Biser am Ratten. Bis nach Schiebe könnte ich Kräuter dahinter gelangen. Toll. Ich habe Kräuter aufgesammelt, die mir gar nichts geben. So ein Scheiß! Wo könnte der alte Herr sein? Egal, gehen wir mal zum Laden. Huhu, Laden! So, wo ist denn dieser sagenumwobene Laden? Hier ist er ja. Du suchst diesen schrulligen alten Mann, nicht wahr? Haben Sie ihn etwa gesehen? Oh ja, er war heute noch einmal hier und hat sich doch noch Ware gekauft. Er wollte durch die Höhle zum Mordschrein führen. Danke! Bei der Gelegenheit könnte ich die Geldbörse zurückgeben. Ich kaufe genug Vorräte ein, bevor du gehst. Ja, dann kaufen wir mal. Grüne Annika, blaue Annika, rote Annika, Kastanie. Bronzeschwert kann ich nicht mehr benutzen. Rotschwert habe ich schon. Ja, ist mir eigentlich alles egal, was hier rumliegt. Na gut, dann kaufe ich mir eben halt noch ein paar grüne Annikas. Und auf geht's! Jeha! So, und rein in diese coole Höhle. Sollst du jetzt meinen Vater fragen, vielleicht ist er ja noch, nicht durch den Tunnel gegangen. Hast du ihn hier vorbeikommen sehen? Den alten Mann? Ja, er hat sich gerade noch nicht verabschiedet und nochmal nach dir gefragt. Wenn du dich beeilst, holst du ihn noch ein. Ja, ich würde mein Kind auch immer durch gefährliche Höhlen gehen lassen. Was für ein verantwortungsvoller Vater er doch ist. Oh, guck mal, das ist bestimmt rote Annika. Siehst du? Ich bin einfach zu geil. Grüne Annika ist auch gut. Hopp, gehen wir mal hier runter. Geht nicht. Dann gehen wir weiter. Dup-di-dup. Oh, ich merke, mir läuft gleich die Zeit ab. Also, bevor wir diese Höhle noch... Obwohl, wir verlassen die Höhle noch. So. Hier werde ich mal wieder cutten. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.